Herzlich willkommen zur Einführung in das Literaturverwaltungsprogramm Citavi. Wir möchten Ihnen die grundlegenden Programmfunktionen zeigen und geben einige Tipps und Hinweise zur Nutzung. Wir werden die einzelnen Funktionen in einzelne Videosequenzen einteilen, sodass Sie diese zielgerichtet anschauen können. Das Literaturverwaltungsprogramm Citavi können Sie sich kostenlos aus dem Internet herunterladen. Die Adresse ist www.citavi.com. Dort finden Sie einen Hinweis auf den kostenlosen Download und können das Programm sofort herunterladen. Diese Citavi Free-Version ist allerdings auf 100 Titel begrenzt. Das heißt, Sie können damit maximal 100 Titel verwalten. Dies können Bücher sein, Zeitschriftenartikel, Internetseiten. Die Art der Quelle ist aber nicht relevant, lediglich die Gesamtanzahl. Wenn Sie Studierende an einer Hochschule sind, können Sie diese Begrenzung aufheben, indem Sie sich einen Citavi-Account anlegen. Das geht hier oben über dieses Symbol. Wenn Sie noch keinen Citavi-Account haben, können Sie sich hier kostenlos registrieren. Wichtig ist, dass Sie dabei die Hochschul-E-Mail-Adresse Ihrer Hochschule verwenden, damit die Campus-Lizenz erkannt wird. Wenn Sie Citavi erfolgreich installiert haben, können Sie das Programm starten und gelangen zu diesem Startbildschirm. Ich werde kurz erklären, was hier zu sehen ist. Wir haben auf der linken Seite den Bereich, wo die zuletzt geöffneten Projekte geöffnet werden können. Das Beispielprojekt ist hier nur, wenn Sie das Programm erstmalig starten. Danach wird das Beispielprojekt, in dem Sie Funktionen austesten können, an einen anderen Ort verschoben. Sie finden es jederzeit oben rechts unter diesem Zahnrad an dieser Stelle wieder. Also wenn Sie nachträglich das Beispielprojekt nutzen möchten, können Sie es jederzeit von diesem Ort öffnen. Ansonsten finden wir auf diesem Startbildschirm noch einige Nachrichten, zum Beispiel wenn Updates für das Programm verfügbar sind. Und Sie können sich hier oben auch nachträglich in Ihren Citavi-Account einloggen oder einen neuen Account anlegen. Wenn Sie im Programm Änderungen vornehmen möchten, zum Beispiel die Sprache verändern wollen, dann finden Sie die Einstellung ebenfalls hier unter diesem Zahnrad. Sie können im Startbildschirm unten links erkennen, mit welcher Programmversion Sie gerade arbeiten. Das ist in meinem Fall Citavi Free, also ich arbeite mit dieser Version, die auf 100 Titel begrenzt ist. Wenn Sie mit der Campus-Lizenz arbeiten, würde an dieser Stelle eben Lizenz oder Campus stehen. Um ein neues Projekt anzulegen, wählen Sie die entsprechende Funktion im Startbildschirm aus. Als nächstes müssen Sie entscheiden, wo das Projekt gespeichert werden soll. Sie können es alternativ lokal speichern, das bedeutet, die Daten werden nur auf Ihrem eigenen Gerät abgelegt, oder in die sogenannte Citavi Cloud legen. Das hat den Vorteil, dass Sie diese Projekte von jedem PC öffnen können, auf dem Citavi installiert ist. Die Cloud-Speicherung ist darüber hinaus Voraussetzung, wenn Sie Citavi im Team nutzen möchten. Das heißt, wenn Sie Ihr Projekt mit anderen Studierenden teilen möchten, weil Sie zum Beispiel in der Gruppe eine Hausarbeit schreiben sollen, dann ist es notwendig, dass Sie es in der Cloud speichern. Die lokale Speicherung hat den Vorteil, dass die Daten schneller wieder geladen werden können. Bei Projektname sind Sie frei, da können Sie einen beliebigen Namen vergeben. Ich nenne mein Projekt jetzt mal Hausarbeit XY und dann bestätigen Sie einfach mit OK und das neue Projekt wird in Citavi geöffnet. So. Wenn das Projekt geöffnet wurde, sehen Sie zunächst eine völlig leere Eingabemaske, weil noch keine Daten enthalten sind. Sie finden später im linken Bereich die von Ihnen erfassten Titel. In der mittleren Spalte können Sie Daten ergänzen oder verändern sowie weitere Inhalte hinzufügen. Und die rechte Spalte ist eine Vorschau für elektronische Dokumente. Das heißt, Sie können Webseiten oder PDF-Dokumente direkt in Citavi anzeigen lassen. Wo es noch Unterschiede gibt bei der Programmnutzung ist, in welchen Bereichen Sie arbeiten.
Wir haben einmal den Bereich Literatur. Dort sammelt man die Beschreibung der unterschiedlichen Quellen. Im Bereich Wissen haben Sie die Option, Ihre Daten zu strukturieren, also zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis hinzuzufügen und Ihre Daten schon einzelnen Kapiteln zuzuordnen. Und der Bereich Aufgaben ist eine Art Aufgabenplanung, wo Sie einzelnen Quellen Aufgaben zuordnen können und hinterher eine Art Terminplan entwickeln, was Sie mit welcher Quelle machen möchten. Die Bereiche Wissen und Aufgaben sind optional, diese muss man nicht verwenden, das Programm bietet die Funktion aber an. Wenn Sie einen Titel per Hand in Citavi eingeben möchten, finden Sie die Funktion hier oben bei Titel mit dem grünen Pluszeichen daneben. Es öffnet sich zunächst ein Fenster, wo Sie entscheiden müssen, welchen Dokumenttyp Sie aufnehmen wollen. Hier gibt es zum Beispiel Bücher, Zeitschriftenaufsätze, aber auch Dokumenttypen, wo man nicht unbedingt weiß, was damit gemeint sein könnte. Zum Beispiel graue Literatur. Wenn Sie sich nicht sicher sind, setzen Sie einfach einen Punkt in den entsprechenden Kreis vor dem Dokumenttyp und erhalten in der rechten Infobox eine Definition und Beispiele, wann man diese Dokumenttypen verwenden soll. Für unser Beispiel nehmen wir jetzt eine einfachere Dokumentart, nämlich Buchmonographie, und sagen dann unten einfach OK. Jetzt öffnen sich die Felder, die zum Beschreiben einer Monographie notwendig sind. Citavi bietet Ihnen noch Hilfestellung beim Eingeben, zum Beispiel in dem Feld Autor. Wenn Sie auf den Begriff Autor klicken, öffnet sich eine Tabelle, wo die einzelnen Namensbestandteile der Autoren eingetragen werden können. Wenn ich zum Beispiel einen Hubert Schmitz als Autor habe, gebe ich bei Nachname Schmitz ein und bei Vorname Hubert. Wenn es weitere Autoren gibt, können Sie diese in die nächste Zeile eintragen. Und unten erhalten Sie eine Vorschau, wie Citavi das in die Autorenzeile umsetzt. Wenn das Ihren Vorstellungen entspricht, bestätigen Sie einfach mit OK. Wenn es Zeilen gibt, die Sie nicht ausfüllen können, weil diese Angaben in der Quelle nicht vorhanden sind, werden sie einfach freigelassen. Citavi speichert die eingegebenen Daten automatisch, das heißt, Sie müssen keinen Speichern-Knopf drücken. Und hier an der Seite sieht man jetzt schon den eingegebenen Titel. Diese werden in der linken Spalte alphabetisch sortiert, sobald mehrere Titel vorhanden sind. Einfach und schnell lassen sich Titel über die ISBN-Nummer in Citavi übertragen. Diese Funktion finden Sie in der Funktionsleiste bei dem Zauberstab ISBN-Übernahme und müssen nur noch in das folgende Feld von Ihrem Buch die ISBN-Nummer übertragen. Danach gehen Sie einfach auf Eingabe übernehmen und wenn der Titel erfolgreich gefunden wurde, erscheint ein kleines grünes Häkchen. In dem Fall können Sie den Titel direkt in Ihr Projekt übernehmen und alle Daten, die Sie hätten per Hand eingeben müssen, sind schon im Projekt vorhanden. Über den Reiter Übersicht können Sie zusätzlich kontrollieren, ob es der von Ihnen eingegebene Titel ist. Die meisten Titel enthalten ein Cover, das muss aber nicht immer so sein. Um Daten direkt aus dem Internet zu erfassen, bieten sich die sogenannten Citavi Picker an. Das sind kleine Add-ons für den Webbrowser, die bei der Installation des Programms direkt mit heruntergeladen werden. Die Funktionen zeige ich Ihnen nun. Beispielsweise, wenn man eine Recherche im Bibliothekskatalog durchführt, kann man sich interessante Titel direkt ins Programm schicken. Dazu öffnen Sie die Vollanzeige eines interessanten Titels und finden neben den ISBN-Nummern die bekannten Citavi-Symbole. Wenn ich jetzt auf dieses Symbol draufklicke, werden die hier hinterlegten Daten direkt an mein
Citavi-Projekt geschickt. Es kommt eine kleine Bestätigung. Der ausgewählte Titel wurde an Citavi gesandt. Wenn ich jetzt ins Programm zurückgehe, finde ich dort die mir zugeschickten Daten inklusive des Covers. Die Daten, die dahinter liegen, können Sie wieder im Reiter Titel sehen und bei Bedarf an dieser Stelle ändern, wenn etwas nicht korrekt übernommen worden ist. Die Citavi-Picker haben eine weitere nette Funktion. Sie können damit nämlich auch Webseiten erfassen. Ich habe hier mal ein Beispiel geöffnet. Wir tun mal so, als wäre diese Wikipedia-Seite eine fachlich interessante Seite, die ich gerne erfassen möchte. Dann rufe ich mir die entsprechende Seite im Browser auf und mit der rechten Maustaste öffnen Sie dann das Menü, wo wieder der Citavi-Picker erscheint. Die Funktion heißt dann Webseite als Titel aufnehmen. Es wird wieder bestätigt, wenn die Übersendung der Daten erfolgt ist. Ich gehe zurück ins Programm und finde dort in diesem Fall relativ wenig Daten. Was übernommen wurde, ist die Adresse der Seite, auf der ich gewesen bin, das Zugriffsdatum. Aber, wie man hier sieht, wären oben noch Daten zu ergänzen. Zum Beispiel wurde hier kein Autor erkannt, das müsste man dann manuell ergänzen. Sie können sich nun die Vorschau öffnen, um die Seite direkt in Citavi sehen zu können. Den Platz können Sie sich selber einteilen, indem Sie die Balken verschieben. Und jetzt bietet Citavi einige interessante Funktionen an. Zum Beispiel kann ich die Webseite als PDF-Datei in meinem Projekt abspeichern. Das bedeutet, es wird ein Screenshot der Seite als PDF-Dokument an meine Titeldaten angehängt und die Daten der Seite stehen mir jederzeit auch offline zur Verfügung. Hier unten finde ich jetzt das entsprechende Dokument. Des Weiteren kann ich mir sofort Textstellen, die auf dieser Seite interessant sein könnten, markieren und hervorheben. Das kann ich entweder hier in der Vorschau machen oder aber auch direkt auf der Seite, die ich gerade erfasst habe. Sie können auswählen zwischen einer Markerfunktion, in der man zum Beispiel den Text gelb oder rot hervorheben kann. Es können aber auch einzelne Textpassagen oder Bilder direkt als Zitate abgelegt werden. Dazu markiere ich den entsprechenden Abschnitt und wähle dann die Art des Zitates aus, die hinterlegt werden soll. Also zum Beispiel wörtliches Zitat, wenn der Text 1:1 so übernommen werden soll. Sie können dann noch Ergänzungen machen. Wenn alles so korrekt ist, bestätigen Sie das hier unten mit diesem kleinen grünen Häkchen. Und der von mir markierte Text wurde jetzt als Zitat in Citavi hinzugefügt. Das erkennt man immer an den Sprechblasen. Sie finden alle Zitate in dem Reiter Zitate und Kommentare wieder. Jetzt können beliebig viele Texte von dieser Seite als Zitate erfasst werden, auch als indirekte Zitate, wenn Sie die Texte inhaltlich noch anpassen möchten, oder als sogenannte Zusammenfassungen. Auch PDF-Dateien, die Sie im Internet finden, können Sie in Citavi mithilfe der Picker erfassen. Dazu öffnen Sie das entsprechende Dokument und danach mit der rechten Maustaste wieder das Menü, wo Sie den Citavi-Picker haben. An dieser Stelle heißt die Funktion PDF-Dokument als Titel aufnehmen. Sie halten wieder die Bestätigung und im Programm den entsprechenden Titel. Auch hier wurden nicht allzu viele Daten übernommen, da könnte man jetzt noch Ergänzungen vornehmen. Und auch die PDF-Dokumente können Sie sich hier in der Vorschau anzeigen lassen, Zitate markieren etc. Die PDF-Dateien werden hier unten automatisch angehängt, da ist es also nicht unbedingt erforderlich, nochmal separat eine PDF-Datei zu erzeugen. Ein großer Vorteil ist, dass alle in Citavi hinzugefügten PDF-Dokumente an einer Stelle gespeichert werden. Sie finden die Dokumente in Ihrer Systemverwaltung, dort, wo Sie Ihren Citavi 6 Ordner angelegt haben und bei den einzelnen Projekten dann entsprechend einen Ordner mit dem Namen Citavi Attachments. Wenn Sie also
Dokumente aus dem Internet auf einer CD abspeichern müssen, um sie beispielsweise Ihrer Bachelor-Thesis oder Master-Thesis beizulegen, können Sie das einfach aus diesem Ordner heraus tun, die Daten auf die CD kopieren und haben diesen Part erfüllt. Sie können aus Citavi heraus auch eine eigene Recherchefunktion nutzen, um Titel ins Projekt zu holen. Dazu gehen Sie oben auf den Bereich Recherchieren und finden hier eine entsprechende Suchmöglichkeit. Voreingestellt sind dabei aber diverse große Bibliothekskataloge und es macht meistens mehr Sinn, hier den Katalog der eigenen Bibliothek hinzuzufügen, über die Funktion Datenbankkatalog hinzufügen. Dort geben Sie einfach den Namen Ihrer Bibliothek ein und wählen diesen dann unten durch Häkchen aus, sagen Hinzufügen und wenn Sie dieses kleine Fenster schließen, ist Ihr Katalog in der Liste jetzt enthalten. Das heißt, wenn ich jetzt recherchiere, dann innerhalb der Bestände meiner eigenen Bibliothek, die für Sie wahrscheinlich auch zeitnah zugreifbar sind als die anderen. Ich gehe auf den Button Suchen und Citavi recherchiert in den angehakten Bibliothekskatalogen. Wenn dort Titel vorhanden sind, die interessant sein könnten für Ihr Thema, setzen Sie einfach bei den einzelnen Titeln ein Häkchen. Sie haben aber auch die Option, alle auszuwählen und gehen dann auf Titel übernehmen. Sie werden nun gefragt, welche Daten Sie mit importieren möchten, zum Beispiel, ob bei den Titeln zugeordnete Schlagwörter und Standortnachweise mit übernommen werden sollen. Das liegt in Ihrem Ermessen, ob Sie eigene Schlagwörter vergeben wollen, dann würde ich hier den Haken entfernen. Mit Standortnachweise sind zum Beispiel die Signaturen in den einzelnen Bibliotheken gemeint. Wenn Sie also Bücher im Projekt haben, die Sie erst noch ausleihen müssen, dann würde ich diese Information einfach mit übernehmen. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum Ihre Quellenliste verkürzt ist, Sie erhalten erstmal nur die Vorschau der Titel, die gerade übernommen worden sind. Mit der Funktion Auswahl aufheben können Sie das aber wieder ändern. Dann werden wieder alle Titel angezeigt, die sich aktuell in Ihrem Projekt befinden. Wenn Sie in Ihrem Citavi-Projekt Daten enthalten haben, wo Sie noch lokale Dateien anhängen möchten, dann gibt es diese Funktion unterhalb der Titeldaten über lokale Datei. Das heißt, Dateien, die schon auf Ihrem Gerät gespeichert sind, können Sie über diese Funktion auswählen und entsprechend dem einzelnen Titelbeitrag, der gerade markiert ist, hinzufügen. Ein Knackpunkt von Literaturverwaltungsprogrammen ist, dass man sich früher oder später für einen Zitationsstil entscheiden muss. Das heißt, dieser Stil entscheidet, wo ein Kurzbeleg erscheint, ob im Text oder in der Fußnote und wie diese Darstellungen formatiert sind. Sie haben in Citavi eine große Anzahl an Zitierstilvorlagen, aus denen Sie auswählen können. Man findet die Vorlagen, wenn man im Programm in den Bereich Zitation geht. Dort Zitationsstile auswählt und dann Zitationsstil wechseln. Hier sieht man, dass aktuell über 11.000 unterschiedliche Stilvorlagen in Citavi enthalten sind. Standardmäßig ist der Citavi-Basisstil voreingestellt. Rechts sehen Sie eine Vorschau, wenn Sie mit diesem Stil arbeiten, erscheint Ihre Zitation im Text. Sie wird in Klammern dargestellt, es wird eine Seitenangabe hinzugefügt. Wenn ich den Stil jetzt ändere, dann kann es sein, dass das anders aussieht, wie in diesem Beispiel. Und wenn Sie außer den hier schon voreingestellten Stilen auch andere durchsuchen möchten, gibt es hier oben eine entsprechende Suchfunktion, Stil suchen, wo man entweder nach Namen suchen kann, wenn Ihnen vom Studiengang beispielsweise ein gewisser Stil empfohlen wird. Sie können aber auch anhand der Zitiermethode Stile anzeigen lassen. Zum Beispiel, wenn ich einen Kurzbeleg im Text möchte, der Autor und Jahr enthält.
Jetzt werden die Stile angezeigt, die diese Vorgabe erfüllen. Und ich kann jetzt wieder im Einzelnen durch Anklicken die Vorschau ansehen, wie dieser Stil in meinem Literaturverwaltungsprogramm dann umgesetzt wird, beziehungsweise wie das später in der Textverarbeitungsdatei aussehen wird. Wenn Sie sich einen Stil ausgesucht haben, der für Sie in Frage kommt, sagen Sie einfach hinzufügen. Dieser Stil wird dann hier ausgewählt und durch Bestätigen mit OK für Ihr gesamtes Projekt ausgewählt. Entscheidend ist, dass Sie in Ihrem Word diesen Stil zusätzlich nochmal umstellen, da auch hier der Citavi-Basisstil voreingestellt ist. Jetzt haben wir sowohl im Citavi-Projekt als auch in Microsoft Word den gleichen Zitationsstil hinterlegt. Um mit Citavi ein Literaturverzeichnis zu erzeugen, können Sie die einfache Funktion im Programm verwenden. Sie finden das Ganze im Bereich Literaturliste und in diesem Fall Speichern im aktuellen Zitationsstil. Das heißt, Sie sollten sich idealerweise vorher für einen Zitationsstil entschieden haben. Es wird eine neue Datei angelegt, die Sie beliebig benennen können. Und das Dokument mit dem Literaturverzeichnis wird dann im Programm Word geöffnet. Dieses Literaturverzeichnis ist alphabetisch sortiert nach Autoren. Es gibt keine besonderen Hervorhebungen, außer einzelne Titel sind kursiv dargestellt. Das kann halt bei anderen Zitationsstilen ganz anders aussehen. Auch gibt es bei diesem Literaturverzeichnis jetzt keine Trennung in unterschiedliche Dokumentarten. Sie könnten aber in Citavi die Literaturverzeichnisse gruppieren und so zum Beispiel gedruckte und elektronische Quellen im Literaturverzeichnis separat aufführen lassen. Diese Funktion finden Sie unter Citation, Literaturverzeichnis gruppieren. Zusätzlich zur Quellenverwaltung bietet Citavi auch die Möglichkeit, dass Sie sich die aufgenommenen Quellen und sogar die erfassten Zitate vorab schon strukturieren. Dazu muss man in den Bereich Wissen wechseln und kann sich dort ein sogenanntes Kategorienschema ausdenken. Das heißt, ich kann einzelne Textfelder über das grüne Pluszeichen hinzufügen und diesen beliebig nennen, zum Beispiel Einleitung. Dann erstelle ich noch einen Hauptteil und der Vollständigkeit halber noch einen Schluss. Und natürlich können auch einzelne Kapitel noch weiter untergliedert werden. Das nennt sich dann Subkategorie. Wenn ich mich irgendwo vertan habe, ist das kein Problem. Sie können jederzeit über die Pfeile die nötigen Veränderungen vornehmen und über die Hoch- und Unterpfeile auch noch die Reihenfolge der einzelnen Kapitel nachträglich ändern. Der Vorteil dieses Kategorienschemas ist, dass man jetzt einzelne Zitate oder auch die kompletten Quellen, die man erfasst hat, diesen Bereichen zuordnen kann. Dazu lasse ich mir jetzt einmal die von mir aufgenommenen Zitate anzeigen, zu erkennen hier an diesen Sprechblasen und kann diese jetzt per Drag and Drop in das Kapitel schieben, wo ich sie eventuell benutzen möchte. Das heißt, ich halte das Ganze mit der linken Maustaste fest und schiebe es in das Kapitel, wo das Zitat hin soll. In den Klammern hinter den einzelnen Kapiteln können Sie dann erkennen, wie viele Titel schon zugeordnet wurden. Ich habe das in dem Fall für die Zitate gemacht, aber wie gesagt, wenn Sie gar keine Zitate erfassen möchten, sondern nur die Quellen an sich, können Sie im Bereich Literatur ebenfalls Ihr Kategorienschema einblenden, hier über diese zwei kleinen blauen Pfeile,
und dann auch ganze Bücher, ganze Internetseiten oder was Sie erfasst haben, den einzelnen Kapiteln zuordnen mit der gleichen Funktion per Drag and Drop. Sie markieren den Titel, ziehen ihn in den entsprechenden Bereich Ihres Kategorienschemas und auch hier wird jeweils angezeigt, wie viele Titel den Kapiteln schon zugeordnet sind. Um das von Ihnen erstellte Kategorienschema in Ihre Word-Datei zu übertragen, öffnen Sie das sogenannte Citavi Add-in und wählen das Projekt aus, das Sie mit dem Word verknüpfen möchten. Sie können in Citavi nochmal nachschauen, ob das erstellte Kategorienschema Ihren Vorstellungen entspricht und ob Sie alle Zitate korrekt zugeordnet haben. Öffnen dann in Word das Projekt, mit dem diese Daten verknüpft sind. Und wenn Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf die jeweiligen Kapitel klicken, können Sie entweder einzelne Kategorien einfügen oder aber alle Kategorien und Wissenselemente. Mit Wissenselemente sind in dem Fall zum Beispiel die Zitate gemeint. Ich übernehme jetzt hier alle Kategorien und so wird dann nach und nach alles, was ich zugeordnet habe an Zitaten, in meine Datei geladen. Und am Ende des Vorgangs erstellt Citavi ein Literaturverzeichnis aus den hier genutzten Quellen. Auch die Nachweise in den Fußnoten oder im Text, je nachdem welchen Zitationsstil man genommen hat, werden hiernach eingefügt. Man sieht hier die entsprechenden Quellenangaben. Und am Ende des Dokumentes wurde das Literaturverzeichnis eingefügt, in diesem Fall alphabetisch, aber das steuert sich auch wieder über den ausgewählten Zitationsstil. Mit dieser Funktion, die sich auch Skriptfunktion nennt, können Sie all Ihre Vorarbeit, also das erstellte Inhaltsverzeichnis, die zugeordneten Zitate und das Literaturverzeichnis per Knopfdruck in Ihr Dokument einfügen. Wenn Sie in Citavi Aufgaben vergeben möchten, wählen Sie dazu den entsprechenden Titel in der linken Spalte aus und gehen dann auf den Reiter Aufgabenorte. Dort gibt es die Möglichkeit, einem einzelnen Titel Aufgaben zuzuordnen und man kann hier schon aus einer voreingestellten Liste auswählen. Wenn ich zum Beispiel diesen Titel in der Bibliothek ausleihen möchte, würde ich hier Entleihen wählen. Sie können ein Datum vergeben, bis wann Sie das erledigen möchten. Sie können auch auswählen, wie hoch oder niedrig die Priorität sein soll für diese Aufgabe. Und Sie können sich selbst Notizen machen, zum Beispiel, welche Seiten in dem Buch für Ihr Thema interessant sein könnten. Diese Aufgabe wird dann bei dem einzelnen Titel im Reiter Aufgaben abgelegt. Sie können aber über den Bereich Aufgaben eine Gesamtliste einsehen, wo dann alle zugeordneten Aufgaben für die jeweiligen Titel enthalten sind. Sie können die Arbeitsstände sehen und wenn Sie im Team arbeiten, können Sie jeweils sehen, wer welche Aufgabe erfüllen möchte. Neben den Aufgaben können Sie bei einzelnen Titeln auch prüfen lassen, an welchen Bibliotheksstandorten diese verfügbar sind. Dazu gehen Sie auf die Funktion Bibliotheksstandorte finden und fügen hier im besten Fall Ihre eigene Bibliothek vor Ort hinzu. Das geht in der Infobox, indem Sie auf Hier klicken. Dann gibt es wieder die Option Datenbankkatalog hinzufügen. Dort suchen Sie nach dem Namen Ihrer jeweiligen Bibliothek. Setzen entsprechend das Häkchen vor den Namen der Bibliothek und sagen Hinzufügen. Das Fenster kann man dann schließen. Und jetzt taucht meine Bibliothek in dieser Liste auf, die ich dann übernehmen kann. Und jetzt können Sie über die Funktion Standorte finden prüfen lassen, ob die Titel, die Sie in Ihrem Projekt enthalten haben, in einer Bibliothek in der Nähe vorhanden sind. Überall da, wo jetzt ein grünes Häkchen erscheint, gibt es Bibliotheksbestand
und Sie können sich dann jeweils noch anzeigen lassen, wo genau Sie die Titel finden können. Als nächstes möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die in Citavi enthaltenen Daten jetzt mit Ihrem Textverarbeitungsdokument direkt verknüpfen können. Als Beispiel hier eine leere Word-Datei, in der ich jetzt zum Beispiel die Einleitung für meinen Text schreiben kann. Angenommen, ich habe in Citavi Zitate erfasst, dann kann ich diese hier im linken Bereich unter dem Reiter Wissen finden. Wähle das entsprechende Zitat aus, was ich in meinen Text einfügen möchte. Und bei den Zitaten reicht es, hier oben einfach Einfügen anzuklicken. Citavi setzt dann den Text an die Stelle, wo Ihr Cursor gestanden hat, ergänzt entsprechend des Zitationsstils entweder die Fußnote oder den Nachweis, den Kurzbeleg im Text. Und unterhalb des Textes wird das Literaturverzeichnis angelegt. Ich kann jetzt ganz normal weiterarbeiten und ein zweites Zitat einfügen. In dem Fall ist es ein indirektes, das erkennt man an den unterschiedlichen Farben. Hier kann ich auch wieder einfach auf Einfügen gehen. Und das Literaturverzeichnis wird automatisch von Citavi aktualisiert. Also alle enthaltenen Quellen werden hier aufgeführt. Wenn Sie keine Zitate erfasst haben, dann ist es aber auch möglich, das an der Stelle noch manuell zu machen. Ich kann also hier den Text eines wörtlichen Zitates eingeben und dann die Quelle auswählen, aus der das Zitat kommt. Dazu muss ich hier in den Reiter Titel wechseln, wähle das Buch aus, aus dem der Text entnommen wurde. Und in dem Fall kann ich nicht einfach auf Einfügen gehen, weil hier noch ein paar Angaben fehlen. Deswegen gehe ich in diesem Fall auf Mit Optionen einfügen und kann hier beispielsweise noch die Seitenangabe ergänzen. Bei indirekten Zitaten hätten Sie die Möglichkeit, im Feld Präfix die Einleitung Vergleiche einzugeben oder im Feld Suffix Informationen, die nach der Seitenangabe noch eingefügt werden sollen. Wenn alle Eingaben getätigt sind, sagt man OK und in dem Fall wird Citavi das Ganze in den Text einfügen. Hier unten wurde die Quelle jetzt auch ergänzt. Wichtig ist bei dieser Arbeit mit dem sogenannten Citavi Word Add-in, dass die von Citavi erstellten Funktionsfelder nicht manuell bearbeitet werden. Sie erhalten auch einen Hinweis, wenn Sie versuchen, die Texte zu ändern. Wenn zum Beispiel hier in dem Fall die Seitenangabe nicht korrekt war, dann kann ich das ändern, indem ich auf den Reiter Nachweise klicke. Hier ist die falsche Seitenzahl. Und wenn ich runterscrolle, kommt ein Feld, in dem ich dann die korrekte Seitenzahl eintragen kann. Bestätige mit dem grünen Häkchen. Und diese Eingabe wird dann dauerhaft für mein Dokument übernommen. Wichtig ist also, diese Felder nicht manuell anzupassen, auch nicht im Literaturverzeichnis, weil Citavi immer auf die Daten zurückgreift, die im Programm enthalten sind. Damit Ihnen keine wichtigen Daten verloren gehen, arbeiten Sie daher immer über die Felder einfügen oder mit Optionen einfügen. Wenn Sie Hilfestellung benötigen, um Citavi nutzen zu können, finden Sie auf der Seite www.citavi.com einen Bereich, der nennt sich Support. Da gibt es diverse Möglichkeiten, Hilfe zu erhalten, zum Beispiel einzelne Videos, man hat ein Handbuch sowie ein Forum, wo man individuelle Fragen stellen kann. Und bei eher technischen Problemen haben Sie die Möglichkeit, direkt mit Citavi in Kontakt zu treten, Ihr Problem zu schildern und erhalten in relativ kurzer Zeit Hilfestellung. An dieser Stelle noch ein paar Hinweise für Studierende der Hochschule Rhein-Main. Die Hochschul- und Landesbibliothek bietet Hilfestellung bei der Nutzung von Citavi. Sie finden auf unserer Seite unter dem Punkt A bis Z einige Tipps zur Nutzung. Unter dem Buchstaben C wie Citavi, Tipps zur Nutzung.
Dort sind zusätzlich unsere Schulungstermine und die Sprechstundenzeiten verlinkt. Also wenn Sie individuelle Hilfestellung benötigen, können Sie uns jederzeit in der Sprechstunde besuchen. Alle relevanten Links zum Programm finden Sie ebenfalls auf dieser Seite, sowie eine FAQ-Liste und weiterführende Links. Und dann noch ein Hinweis zu Zitationsstilen für Studierende unserer Hochschule. In Citavi haben wir einzelne Zitationsstile unserer Studiengänge hinterlegt. Sie finden diese im Bereich Zitation, Zitationsstile, Zitationsstil wechseln. Dort können Sie nach einzelnen Stilen suchen und geben Hochschule Rhein-Main ein. Sie sehen die einzelnen Studiengangsbezeichnungen bei den jeweiligen Stilen. Aktuell können in den Leitfäden aber auch andere Citavi-Stile empfohlen werden, zum Beispiel im Bereich Gesundheitsökonomie. Dort wird der Stil Zeitschrift für Wirtschaftsgeografie empfohlen. Auch diesen können Sie hier oben suchen. Und nehmen bitte diesen hier, also ohne den Zusatz 2016. Hinzufügen können Sie die Stile einfach, indem Sie unten den entsprechenden Button auswählen, mit OK bestätigen und dann sehen Sie unten in Ihrem Citavi-Programm, dass der entsprechende Stil ausgewählt wurde.